bewertet sich schon selber. Aber ich will mich ja nicht bewerten und dokumentieren. Egal. Habe ich eigentlich die Tür schon geöffnet hier? Oder? Ah, ich sammle Muni ein. Ja, ist immer gut. Ja. Ich habe nicht zum Zug kommen lassen. So muss es sein. Und, Leute, schon wieder. Es ist passiert. Es war nicht zu verhindern. Ha, was macht die Spinne hier? Ich habe den Part wieder mal vergessen, die ich zu packen. Oh Mann. Tut mir leid. So, aber noch 15 Minuten. Bis der grottige Part. Ja. Partbund. Ja, fertig ist. So, er brennt und rennt rum. Oh, löscht mich, löscht mich, löscht mich. So müsst ihr euch das vorstellen. Also der kann halt nicht reden. Das ist das Problem. Bitte nicht so viele Gegner. Hier ist ein Balanceakt, die ich in dem Spiel sehr, sehr liebe. Also es gibt nichts Besseres. Vor allem, wenn man schon zu 99% abgestürzt ist. Ah, die Spinne kann man schön von der Entfernung aus erlegen. Und wir hören Kristallgeräusche. Das kann ja nur ein weiterer Levelschlüssel bedeuten. Shredder. Und ja. Hier steigt keine Party. Nein, die sind unerwünscht. Leider. Man vergönnt es uns nicht, hier am Levelende zu sein. Und wie es sich gehört, liegen hier lauter Waffen rum. Oh, eine neue Waffe sogar. Aber ich bin jetzt doof, die zu benutzen, weil er sich so schnell bewegt. Die Waffe braucht eine Weile. Und seht ihr? Ja, sie heißt auf Deutsch Gehirnbohrer und das hat man jetzt gesehen. Finde ich ziemlich lustig, die Waffe. Grenade Launcher. Im Deutschen heißt die Zielsuchkanone. Da hat die gar nicht diesen Effekt. Da explodiert die einfach, wenn sie am Gegner ist. So, hier habe ich mich sowas von aufgeregt, aber das muss ich nicht erzählen. Und ja, hier ist das Levelende, haben wir jetzt alle gesehen. Wenn ich da jetzt durchgehen würde, wäre ich am Anfang. Und ja. Jetzt tue ich gerade, ja, meinen PC auf den Boden werfen. Ja. Deswegen die kurze Pause. Und ich denke mir gerade einen Plan aus, wie ich das hier alles meistere. Und benutze dabei meine neue Waffe. Oh, hier kommt richtig Gehirnmasse raus. Sehr schön. Ja, hier planlos, weil ich jetzt, also hier bin ich noch nicht so gebildet, was das Level angeht. Nach diesem Part habe ich quasi mich im Internet informiert, habe ich ja schon vorher gesagt, um eben, ja, schnellstmöglich das zu schaffen. Und wie gesagt, die Beschreibungen waren da auch nicht so toll. Irgendwie Waterfall, bla bla bla, hier musst du jetzt daneben reinspringen, und irgendwie habe ich es dann doch gefunden.
Eigentlich habe ich gar nicht den Lösungsansatz gebraucht. Die Karte reicht. Aber hier benutze ich es leider noch nicht. Was sehr, sehr schade ist. Auf jeden Fall Level 5 werde ich sie dauernd benutzen. Oder auch nicht, wenn sie mich nervt. Ich frage mich echt, wo ich eigentlich jetzt hinlaufe hier. Wollte ich einfach nur den Part fertig haben in quasi 15 Minuten? Oder bin ich wirklich hier am Verzweifeln? Ja, schon mal überlegen, warum da vorher so viele Waffen rumlagen. Das ist doch nicht normal vor einem Levelende. Also, ja. So einem Levelende, wie wir es bisher zumindest in meinem Let's Play gesehen haben. Mit Totem beschützen hier. Da muss doch was anderes dahinter stecken. Okay, ich war sehr enttäuscht von dem, was da kommt. Okay, ich muss, glaube ich, nicht mehr spoilern. Ein Endboss erwartet uns. Es war ja zu offensichtlich. Aber der Endboss ist scheiße. Also, da gibt's... Ich habe gedacht, da käme was anderes. Aber das war's dann nicht. Und ich hoffe mal, das andere kommt noch. Und es war nicht ein Traum. Sondern den gibt es hoffentlich. Den anderen Endboss. Naja, es muss schon gekommen sein, wenn man auf den Turok drückt. So, der Armbrust-Typ hat ja super Rüstung an, anscheinend. Will nicht down gehen. Ich glaube, hier bin ich total falsch. Flamethrower. Ey, das Video wird immer asynchroner, also zum... Das Verhältnis zwischen Video und Sound. Also Ingame-Sound meine ich jetzt. So, ein Gitter. Warum geht es nicht auf? Muss ich gleich mal dagegen laufen? Vielleicht geht es ja dann auf. Nein, das sind keine Schalter. Das ist ein Warp-Portal. Da gehe ich jetzt mal rein. Greetings, Turok. How may I assist you? Tja. Warum hast du so große... Ja. Das ist komisch. So, ich laufe mal dagegen. In der Hoffnung, dass ich auf. Oh nein! Eine Spinne. Ja, flieg halt noch nach oben. Wenn einer die Physikgesetze durchbrechen darf, ist es Turok, indem er nach unten springt und dann, während er schon am Fallen ist, nach oben springt. Ich weiß nicht. Irgendwie klaut er hier eine Vorstellung von mir. Weil, ja. Ich habe mir gedacht, mir mal früher als Kind vorgestellt, dass wenn ich mal auf einer Plattform
abstürze, was ja gar nicht geht, weil die Plattform ist schwerer. Also eine, so eine Plattform, was weiß ich, 2 mal 2 Meter. Und die fliegt gleichzeitig runter. Und während die runterfliegt, bin ich drauf. Dass ich dann kurz bevor ich den Boden erreiche, einfach nach oben springe, um quasi keinen Bruch zu leiden. Ja. Und Turok tut genau dieses Prinzip umsetzen. Ja. Und nicht nur das macht er, er macht auch gerne Selbstmord. Also es ist schon so ein Suizidgefährdeter, der Turok. Ja. Hier Sonnenkugeln. Was für Waffen, ey, Sonnenkugeln. So, aber bald kommt, wie gesagt, die Erleuchtung. Nochmal kurz umdrehen. Oh, ein schöner Gang. Und weiter. Wie gesagt, wer Lust hat, kann eigentlich schon längst den nächsten Part anschauen. Ihr kennt ja hier schon die ganzen Sachen. Ich laufe ja eigentlich nur wieder zurück. Und habe irgendwelche falschen Hoffnungen. Haha. Original-Soundfile wäre besser, was ja leider nicht aufgenommen wurde. Da könntet ihr alles nachvollziehen. Die Frustration in einem Let's Play Part Abschnitt. So. Benutze ich die Waffe jetzt noch? Genau, hier sind wieder diese Plattformen. Ja, habt ihr die Kollision zur Kennung gesehen? Ich glaube, hier kommt jetzt gleich so ein Frustmoment und wo ich gleich wieder Selbstmord begehe. Moment. Aber eher, weil ich zu doof bin, hier zu springen. Gescheit. Kennt ihr das Wort gescheit eigentlich? Ich habe mal mit jemand gesprochen. Okay, der kam aus einem anderen Bundesland. Der hat gesagt, gescheit, was ist das? Und ja, hier der Selbstmord und... Ja,